Ein herzliches Willkommen zurück. Yay! Aus San Juan! Mission von San Juan. Mit mir, von der Gameplays als Hobby bei Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession. Wir konnten endlich speichern und sind jetzt hier in der neuen Welt angekommen. Und das heißt, wir schauen uns jetzt natürlich erstmal wieder direkt um. Sammeln erstmal ein, was geht. Hier habe ich vorhin schon gesehen. Kann man F drücken? Fuck you. Freigabe, Rollen, nahe Mission durchschneiden und 5 Flaggen hissen. Okay. Sarah war schon immer besessen von den Steingesichtern. Die meisten haben hier Schätze gesucht, aber nicht Sarah. Sie will nur antworten. Seid ihr schon lange befreundet? Seit der Kindheit. Sie war der Nerd. Ich habe die Schule geschwänzt und das Wohnmobil meiner Oma geklaut. Manchmal konnte ich Sarah überreden, mitzukommen. Meistens dann, wenn es um Ruinen ging. Das waren gute Zeiten. Ich glaube, sie und ich werden uns gut verstehen. Mal schauen. Abby, puedes ayudarme con esto? Está dañado. Espere. ¿Usted es la tal Lara? ¿Croft? Das bin ich. La reconozco por la foto. ¿Qué es lo que busca en este lugar? Ich folge einem Rätsel. Das Herz der Schlange ist in der Schale unweit der Steingesichter. Los rostros de piedra? Estoy aquí por lo mismo. Ich will mich nicht einmischen. Ich suche eigentlich die Schlange in der Schale. Bueno, puedo decirle que han estado aquí por lo menos 400 años. Según documentos de la biblioteca, son guardianes. La leyenda dice que custodian una cripta secreta. ¿Una cripta? Nunca nadie la ha encontrado. Como se imaginará, eso es lo que vuelve locos a los cazadores de tesoros. Pero si la infame Lara Croft es tan lista como dicen, bueno, si logra encontrarla, me haría un favor. ¿Soll ich in der Bibliothek anfangen? Sí, está por el cementerio. Es uno de los edificios más antiguos de aquí. No olvide darme crédito si encuentra algo. Danke. Mache ich. Okay. Missionsgeber entdeckt. Karte aktualisiert. Okay, hier, okay. Sagtest du, jemand wird vermisst? Sí, Isabella. Otro miembro del estudio de campo. La fui a ver después de los primeros temblores esta mañana, pero su tienda estaba vacía. Deberías preguntarle a Manu. Seguro le dijo dónde encontrar el dorado. Esto es serio. Nosotros tuvimos una pelea anoche. Una terrible. Lo siento, Guillermo. No me di cuenta. Por favor, continúe. ¿Ihr habt gestritten? Ich will nicht neugierig sein, aber... No hay problema. Hemos sido muy buenos amigos durante casi un año. Y creo que a ambos nos gustaría que hubiera algo más, pero... Ninguno de los dos abordó el tema. Isa y Sara a menudo no se llevan bien. Lo siento, Sara, pero es verdad. Porque Sara insiste en que su equipo tenga los pies en la tierra, mientras que Isa tiene una pasión por los cuentos folclóricos de los templos ocultos. Muchas veces me quedo atrapado en medio. Folklore hat immer einen Ursprung. Selbst wenn das meiste erfunden ist, steckt auch ein Körnchen Wahrheit darin. Ese es el punto de vista de Isa también. De todos modos, hay un anciano ciego que vive aquí llamado Manu. Sabe muchas de esa clase de historias. La convenció de que hay una cripta secreta escondida por aquí. Y anoche me pidió que la buscara. Me negué. Y volvimos a las peleas de siempre. Terminó con ella llamándome cobarde. Y yo llamándola tonta. Und dann lief sie weg. ¡Tonta! Sí, como ella dijo, a probar que los incrédulos están equivocados. Esta mañana oí rumores de que ella destrozó el cementerio anoche. Ahí fue cuando empecé a buscarla. Cuando la encontré desaparecida, sin que nadie supiera nada, empecé a preocuparme. ¿Y si fue a buscar la cripta y pasó algo? Nunca me lo perdonaría. Also gut, du bleibst hier. Falls es etwas Neues gibt oder sie zurückkommt, dann weißt du Bescheid. Ich suche nach Isabella. Ich fange auf dem Friedhof an. ¿Haría eso? Ganz ehrlich, mich interessiert die Gruft genauso wie sie. Uns interessiert jede Gruft, würde ich sagen. So. Unmöglich. Sind wir noch voll? Neues Basler. Moment. Tatsächlich. Na denn.
Wir haben jetzt mit vielen Leuten geredet und lange geredet. Das könnten wir ruhig ausspeichern, genau. Aber sagt die Lehrer auch noch was Neues? Nein. Okay, 78% haben wir mittlerweile abgeschlossen. Was ist mit dir? ¿Escuchó eso? Ich höre nichts. Exacto. Debe estar cerca. ¿Er? La emperatriz jaguar. En cuanto aparece, los demás animales se callan. No hay necesidad de atraer su atención, ¿verdad? Richtig. Sollten wir dann nicht auch leise sein? Kaiserin Jaguar, okay. Wir haben hier ein bisschen was zu finden anscheinend. Eine Karte zum Beispiel. Damit haben wir schon mal einiges gefunden. Und müssen es nur noch abholen. Okay, viel zeigt das wohl nicht so wirklich an. Hier haben wir noch ein Dokument. Das hätten wir fast übersehen. Serrano 13 Tagebuchseite. 18. Dezember 1604. Ich habe dieses Tagebuch viel zu lange vernachlässigt. Der Aufbau der Mission nimmt uns vollkommen in Beschlag. Jeden Tag treffen mehr Menschen ein. Einheimische Dorfbewohner, die konvertieren wollen, kriegsmüde Soldaten und andere, deren Glaube durch die lange gefährliche Reise durch den Dschungel auf die Probe gestellt wurde. Sie alle werden von Lopez' Botschaft der Reinheit durch harte Arbeit angelockt. Wir arbeiten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Und anschließend verbringt Lopez, oder Angel de la Cruz, wie er sich jetzt nennt, den Abend mit Predigten über den Zweck dieser Mission. Den Auserwählten auf die Probe zu stellen. Er ist jetzt deutlich ruhiger, und falls er noch immer glaubt, von etwas verfolgt zu werden, behält er es für sich. Morgen beginnen wir mit dem Bau der Bibliothek, in der die Schatulle sicher aufbewahrt werden wird, bis der Zeitpunkt gekommen ist, an dem der Auserwählte sie findet. Aha, die Schatulle scheint wohl in der Bibliothek zu sein. Okay, damit wüssten wir eigentlich schon, wo wir hin müssten. Aber wie immer gehen wir da natürlich nicht hin. Zumindest nicht direkt. Wir wollen... Gold. Wir wollen ja auch auf 100% das Spiel durchspielen und somit müssen wir natürlich noch einiges einsammeln. Keine Ahnung, was da steht. El Paso. Alles, was mit L anfängt, erinnert mich immer an El Macho. Oh, es ist laut. Hier haben wir noch ein bisschen Gold. So, wir scheinen hier noch Platz zu haben für das Gold. Okay, sehr gut. Alles voll. Ja, ist gut. Ich kann nicht mehr tragen. Truthähne! So, was haben wir? Ein Relikt. Ein Gebetsbuch. Dieses in Leder gebundene Gebetsbuch scheint aus dem späten 16. Jahrhundert zu stammen. Es ist bemerkenswert gut erhalten. Ich kann es leider nur nicht lesen. Ein O konnte ich lesen. Oh. Oh, ich höre schon den Jaguar im Hintergrund. Also ich habe ihn gerade kurz gehört. Ah! Fuck you! Wir haben hier scheinbar noch ein Relikt. Eine mit Inka-Strickarbeiten verziertes Kruzifix. Irgendjemand fand diese Darstellung des Todes Christi offenbar ein wenig zu schmucklos. Kann aber auch langweilig aussehen, so ein Holzkreuz, oder? Es ist verblüffend, wie sich der Glaube grundverschiedener Kulturen im Laufe der Zeit miteinander verflechten kann. Das stimmt auf jeden Fall. Okay. Was wollten die Truthähne mir sagen? Hilf uns! Hier ist ein Jaguar.
unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Neues Basislager. Noch eins? Wo denn jetzt schon wieder? Hier. Ist 5 Meter weiter. Der Tuta ist irgendwie süß. Sagt sie hier was Neues? Nö. 3 von 53 Sammelobjekten. Oh. Hier gibt's wohl einige Sammelobjekte. Okay, ich würde sagen, wir gehen erst nochmal in die Stadt und hören uns nochmal ein bisschen um. Nicht, dass wir irgendetwas übersehen. Hier draußen in der Wildnis. In der Stadt findet man natürlich nicht viel. Also die Hauptaufgabe werden wir natürlich jetzt nicht machen, ist ja klar. Aber, wie komme ich denn wieder zurück? Ah. Aber zumindest alles andere, jeden mal ansprechen, was man halt eben so macht in einem neuen Ort. Alles kennenlernen. Vielleicht noch eine Forschertasche oder noch eine Karte finden, ich weiß ja nicht. Mal gucken. Damit wir natürlich... Ja, was soll ich sagen? Nicht so viel suchen müssen. So, mir ist gerade noch mal was eingefallen. Wir ziehen uns jetzt mal um. Solange wir hier sind. Was haben wir hier? Schadenswiderstand von Ausdauer. Hält länger an. Beschleunigt die Fähigkeit Herz des Jaguars. Reduziert erlittenen Schaden durch Nahkampfangriffe. Ich glaube, das ist ganz okay. Lautlose Kills. Wir haben eigentlich nur ein Raubtier, aber ich glaube, das hier wäre da gar nicht mal so schlecht dann. Okay. Dann können wir ja weitermachen. Immerhin ist hier ein Kaiserjaguar unterwegs. Da wollen wir nicht unvorbereitet einfach mal reinplatzen. Lara, hast du schon was gefunden? Abbys Freundin sprach von einer Krypta bei der Bibliothek. Wir sehen uns dort. Hey, ich kann wieder Bergungsgut einsammeln. Oh, der Wagen ist alt und verschmutzt. Okay, hier gibt es wohl wieder einiges zu gucken. Da haben wir einen Markt, habe ich gesehen. Sehr gut. Schön zu wissen. Was haben wir hier? Mi padre nos traía aquí cuando yo era niño. Für eine Reise? La investigación. Estudiaba monumentos incas de piedra. Creo que era más un hobby. No tenía educación formal. Klingt nach einem interessanten Mann. Lo era. Oh, tut mir leid. Estoy bien, estoy bien. Se me ocurrió volver aquí tras su muerte. Ver si podía terminar lo que comenzó. Ich weiß, wie du dich fühlst. Pero terminé quedándome. Este lugar tiene algo que atrae a la gente y no los deja ir. Ah, Monolith. Okay, ganz in der Nähe, wo wir eigentlich schon waren. Siehst du, den haben wir jetzt übersehen. Hätten wir uns vorher umgehört, hätten wir den jetzt auch schon. Eine coole alte Kanone zum Schutz. Hallo. Ein Stall. Federn habe ich noch voll. Hier haben wir noch mal ein paar Lamas zum Streichen. Sehr schön. Dafür habe ich nicht genug Platz.
Komm her, du süßes Ding. Und immer mal rein und raus rennen. Ich weiß ja nicht, ob es hier vielleicht was verbuddelt gibt. Alles irgendwie ein bisschen heruntergekommen. So, ein Lama haben wir noch. Muss natürlich immer wieder mal auf die Uhrzeit achten, ist ja klar. So, das Lama haben wir auch. Stoff. Oh, der liest ein Buch. Hallo. Wollte nicht stören. Okay, jetzt bin ich schon weiter, als ich wollte. El trabajo duro es bueno para el alma. La secta ha logrado sostener esta misión con trabajo duro a lo largo de 400 años. Ángel de la Cruz y Truilo Serrano llegaron aquí en ese entonces y se pusieron a trabajar de inmediato. Aún hoy en día seguimos su filosofía de que el trabajo es la única forma verdadera de acercarse a Dios. Okay. Tenga cuidado si va al cementerio, señorita. Ahí vive una bruja y le gusta convertir a las personas en ranas. Ich werde auf mich aufpassen. Una mujer hizo enojar a la bruja. Y luego la bruja la desapareció. Okay. So, hier waren wir noch nicht fertig. Ah, guck an, hier liegt sogar schon was. Katastrophe auf Katastrophe. Dieses spanische Dokument ist faszinierend. Es schildert verschiedene Naturkatastrophen, von denen diese Gegend heimgesucht wurde. Eine Flut, ein durch Blitze verursachtes Feuer und ein vulkanisches Beben. Jedes Mal wurden die Gebäude an diesem Ort so schwer beschädigt, dass ihr Wiederaufbau erhebliche Mühen erforderte. Und trotzdem haben sie es immer wieder aufgebaut, so gut es geht. Und die war wohl erst vor kurzem noch was. Okay, sonst haben wir hier wohl nichts. Doch, Bergungsgut. Da haben wir noch Holz. Dann gehen wir mal zum Markt und schauen mal, was es hier zu kaufen gibt. Entschuldigung. Vino a la misión en busca de salvación o de sus secretos. Ich bin nicht sicher. Etwas von beidem vielleicht. Esperar a que la vida se desarrolle delante de ti es un lujo de los jóvenes. Antes era así, me dejaba llevar. Und so kamst du hierher? De cierto modo. ¿Me permite darle un consejo? Tome una decisión. No se limite a aceptar lo que le toque. Ja, das stimmt auch wieder. ¿Was das? No me entrometo más. ¿Le gustaría comerse algo? Gut, aber auch Zeit. Oh, einige neue... Oh, sogar lauter Taschen. Sehr schön. Wir verkaufen natürlich erstmal, damit wir wieder noch mehr Geld reinkriegen. Buen trato. Seguro estará satisfecha. Buen trato. Seguro estará satisfecha. Es un buen trato para ambas. Seguro estará satisfecha. Buen trato. Seguro estará satisfecha. Buen trato. Seguro estará satisfecha. Buen trato. Einfach nur, damit wir Platz haben. Es un buen trato para ambas. Seguro estará satisfecha. Okay, Spinnen haben wir sowieso nicht so viel. Alles klar, damit haben wir doch auf jeden Fall genügend Gold, um alles hier zu kaufen, eventuell. Erstmal die ganzen Taschen. Bis zum Munitionsbeutel. Es un buen trato para ambas. Gewehrmunitionsbeutel. Seguro estará satisfecha. Patronenhalter. Buen trato. Großer Patronenhalter. Seguro estará satisfecha. Okay. Was haben wir hier? Schrotflinten Zylinder Choke. Verengt die Schussschreuweite ähnlich wie bei Schrotflintenbogen. Anwendbar für alle Schrotflinten. Ja, cool. Buen trato. Gewehrschalldämpfer, unterdrückt das Schussgeräusch des Gewehrs, anwendbar für Wespe 11. Es un buen trato para ambas.
Wespe 11. Die Wespe eignet sich am besten zum Ballern und Beten, da sie auch schnell Feuer ausgelegt ist. Ballern und Beten, okay. Gut bauen sie den Militärschrofel mit jeder Menge Durchschlagskraft. Balance. Größt Löcher in kürzerer Zeit. Diese schlankkräftige Militärschrofel verursacht bei hoher Geschwindigkeit Schaden. Okay, die können wir leider nicht mehr kaufen. Aber später wahrscheinlich. Und wir sind bei 20 Minuten. Ich gehe jetzt einfach nochmal hier vor zum Lager. Dann tun wir nochmal ein bisschen gucken, was wir so erhöhen können. Bei den Waffen zumindest. So, die da haben wir neu. Oh, die Wespe hat wirklich verdammt wenig Schaden. Das bringt uns in der Hinsicht ja mal null. Okay, wir müssen wohl wieder ein bisschen was sammeln. Wir scheint eine sehr gute hohe Präzision zu haben. Okay. Sehr schön. Welche ist da jetzt stärker? Die haben wir ausgewählt. Die ist natürlich am stärksten. Okay, dann behalten wir die natürlich. Okay, hier hat sich einfach nichts geändert. Okay. Wunderbar. Gut, dann war es das hier mit Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession beim Kennenlernen von Mission von San Juan. Natürlich haben wir noch nicht alles kennengelernt, das werden wir als nächsten Teil wahrscheinlich. Ich hoffe, ihr seid trotzdem wieder mit dabei, auch wenn jetzt erstmal wieder nur viel rumgeredet wird und erkundschaftet ist halt eine neue Gegend. Und trotzdem wünsche ich euch viel Spaß noch bei mir und auf der YouTube-Seite. Wir sehen uns. Das war von mir, Gameplays als Hobby. Auf Wiedersehen.